Es ist der Sommerhit des Jahres. Shirin David mit ihrem Gassenhauer Bauch, Beine, Po. Wir waren in Mannheim unterwegs und haben gefragt, wie kommt er denn eigentlich so an? Ich mag den Song. Shirin David kennt man. Eis Matcha Latte. Ja, klar, kenne ich. Ja, und dann kommt sie, Sabine. Eis Matcha Latte, zu spät beim Pilates. Küsschen links, Küsschen rechts, ich trag heute was Schabes. Das Netz ist begeistert. Über 4 Millionen Aufrufe, zahlreiche Kommentare. Und ihre Reaktion? Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Da kann ich auf der anderen Seite auch sagen, die Leute haben viel Zeit. Unter den vielen Kommentaren auch sie hier, Shirin David herself. Ach jo. Naja, wenn es ihr was bringt, soll es mir recht sein. Junge Künstler muss man fördern. Bin ich immer dafür. Da, wenn man da eine Tür öffnen kann, ist das nicht verkehrt. Mhm. Das schreit ja fast schon nach einer Zusammenarbeit der beiden Künstlerinnen, oder? Nee, also rappen tue ich nicht mehr. Oh, echt nicht? Das Rappen ist halt ja eine moderne Form der Meinungsäußerung. Denn ich meine, es gibt ja auch andere wiederum, die nicht so, sie hat jetzt auf Bauch, Beine, Po. Aber die sich auch politisch äußern in diesen Raps. Und die Bandbreite ist sehr groß. Und nee, also ich bin dagegen, mit ihr zusammen was machen. Es kann nur lächerlich werden. Das müsste ich mir sehr genau anhören, was sie mir da zu sagen hat und wie sie sich das vorstellt. Auch wenn es mit einer Zusammenarbeit eher nix wird, eins hat Sabine vom Marktplatz schon mal sicher. 4 Millionen Klicks im Netz, davon können manche nur träumen. Wir sind pretty im Bikini, das ist Bauch, Beine, Po.